um jetzt gut und böse zu beurteilen, brauchst du eben eine metaphysische Grundlage. Denn ich meine, wenn jetzt nur vom Natürlichen ausgeht, eigentlich, was ist denn gut und böse? Ich meine, zum Beispiel jemanden zu töten, ist dann aus natürlicher Sicht einfach nur das Verformen von Masse. Wir sind im Moment gerade beim Thema, warum finde ich die Bibel nicht überzeugend? Das ist ein gänzlich anderer, riesengroßer Block. Okay. Und ich explodiere hier gleich. Ehrlich, Udo, ich finde das nicht richtig, dass du mich jetzt so beleidigst. Ehrlich, das verstehe ich nicht, warum du so etwas machst. Wieso? Was ist denn jetzt los? Wieso beleidigt? Die Behauptung, die Udo gerade aufgestellt hat, dass man nur gut und schlecht wissen kann, wenn man dazu ein metaphysisches Wesen hat. Das spricht mir jegliche Fähigkeit ab, dass ich unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Dass das Umformen von Menschen das Töten ist und mir gesagt wird, ich kann ja einfach Menschen töten, weil ich keinen Götterglauben habe. Das ist wie eine Unverschämtheit. Ja, du Stefan, wenn du mit mir ein Problem hast, wir können gerne zum islamischen Friedensrichter gehen. Dass der mit, Was soll das? Was soll das denn jetzt? Was hat der Islam jetzt damit zu tun? Das war ja immer nur ein Spaß. Also, ist okay, gut. Nee, mir ist nicht nach Spaß zumute, ehrlich nicht. Ich bin stinkesauer über das, was du eben gesagt hast. Ja, heul leise. Jetzt. Warte, ich habe jetzt nicht gesagt, dass du das so machen würdest. Es geht jetzt mir das nur, hast du gesagt, Udo. Nee. Das red dich da nicht raus, ehrlich. Das ist nicht so scheiße, was du jetzt machst, ehrlich. Was hier in einer arroganten und herablassenden Art behauptet wird, ist das nicht nur Torin und ich. Denn Torge und Norbert haben ja auch keinen persönlichen Gott. Sondern dass außer ein paar Christen wir alle unfähig sind, an einer Gemeinschaft oder Gesellschaft in der heutigen Zeit teilhaben zu können. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, die wir Menschen einfach, die können wir nicht so hinnehmen. Wenn jemand einen Gott braucht, dann ist das Privatsache, auch wenn es ein Monstergott, wie in der Bibel beschrieben ist. Mir zu sagen, ich könne nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden und jemanden zu ermorden sei ja für mich lediglich eine Verformung von Masse, erfüllt alle Anforderungen an eine Beleidigung, eine Straftat. Und wir dürfen das nicht länger hinnehmen. Leider sind die meisten bereits so daran gewöhnt, von einigen Christen so abfällig behandelt zu werden, dass sie da gar nicht mehr darauf reagieren. So wie wir das beim Torge sehen, der hat da nicht darauf reagiert. Das sollten wir aber. Christen haben 2000 Jahre lang eine grausame Schreckensherrschaft in Europa ausgeübt. Jetzt muss damit Schluss sein. Eine Bibel, die Sklaverei sanktioniert, Menschenrechte mit Füßen tritt, Frauen diskriminiert, Minderheiten ausgrenzt und immer nur spaltet und sogar heute noch für grenzenloses Leid sorgt mit idiotischen Verboten, wie zum Beispiel den Kondom, dann hat das heute nichts mehr auf dem Gebiet der Moral zu verlangen. Meine Moral ist meilenweit höher als die von Christapologeten. Also seid still und haltet den Mund, wenn es um Moral geht. Und ein Omar meint da auch noch ein ist gut, okay, da einwerfen zu müssen. Nein, es ist nicht gut, es ist nicht okay. Das muss unbedingt aufhören. Dass nach dieser unerhörten Beleidigung mir nur gesagt wird, ich solle doch leise heulen. Das haut noch weiter in die Kerbe und zeigt, wie wenig Empathie und Menschlichkeit in diesem Christen steckt.